du nicht so schnell sein würdest, wenn du die hast, dann wärst du die Jahre. Aber ich weiß, worauf es für dich ankommt, auf dem Motorengeräusch. Aber für mich, glaube ich, ging es endlich mal zu schnell. Aber wir werden später sehen. Das Interview. Wie ist dein Name? Peter. Dein Alter? 54. Welche Schuhgröße hast du? 43. Seit wann fährst du Motorrad? Seit 1985. Wieso ist das Motorrad für dich wichtig? Weil? Schon immer war das für mich ein richtig wichtiges Spielzeug, einmal um von A nach B zu kommen. Mhm. Also am Anfang bin ich immer Motorrad gefahren. Also mir war ein Motorrad immer wichtig, weil es für mich ein Gebrauchsgegenstand war. Mhm. Nicht ein Hobbygegenstand, um nur Spaß zu haben, sondern ich habe ein Motorrad genutzt anstatt ein zweites Auto. Ich bin zur Arbeit gefahren und. Ich bin 58.000 Kilometer gefahren, also nur Arbeitskilometer, fast nur Arbeitskilometer. Und ich habe alles Mögliche an Motorräder gefahren, Gespanne und Solomaschinen und. Welches Motorrad fährst du da? Das ist eine Honda VT500E, Baujahr 85. Gekauft 2016 und das war ein eBay-Angebot. Ich habe darauf geboten, 286,54 €. Oder 64 Cent und habe sie abgeholt in Bremen. Sie war eine ganze Weile, stand sie in einem Schweinestall und hatte eine zerlegte Sitzbank und hatte auch ein paar Motorprobleme, das wusste ich damals aber noch nicht. So, und dann habe ich angefangen, sie aufzubauen, weil ich sie eben auch gerne wollte. Ja. Warum fährst du dieses Motorrad, genau dieses Modell? Das hat eine ganz einfache Bewandtnis. Mein erstes Motorrad war eine Zünder, ein DB205, 9,5 PS, 200 Kubik. Das war mein erstes Motorrad. Und dann war meine Fahrschulmaschine genau die, eine VT500E mit 50 PS. Es hat mich natürlich gewaltig beeindruckt im Gegensatz zu meiner Zünder. Die fand ich auch toll, alles prima. Dann hatte ich 1990 den Entschluss gefasst, ich will so eine Maschine haben. Und habe eine gebraucht gekauft, hier oben in Übersee bei Willemsen. Und bin die auch gut knapp 2 Jahre gefahren. Und das hat mich nie enttäuscht, das Ding. Und heute ist es eben so, ich finde die Technik einfach genial. Das heißt, der Motor ist eigentlich sehr zukunftsweisend zu dieser Zeit gewesen. Moin. Und eine 3-Ventil-Technik pro Zylinder, also 2 Einlass, 1 Auslassventil. Eine innenliegende Scheibenbremse vorne. Kardanantrieb, unkompliziert. Man muss natürlich ein bisschen was davon verstehen. Und das war so, wie sie heute da steht, war das 1990 so mein Traum. Das hätte ich mir gerne so gebaut. Und das habe ich dann irgendwann getan. Was sollte aus deiner Sicht fürs Motorradfahren verbessert werden? Da muss gar nichts verbessert werden. Das ist alles in Ordnung. Also es gibt so ein breites Angebot an Motorrädern, also da findet jeder was. Und Leistungssteigerung und all so ein Quatsch. Da kauft man sich ein größeres Motorrad und das ist gut. Ja. Das letzte ist weitere Infos. Hast du noch mehr mit Motorrad zu tun? Hast du weitere alte Motorräder? Ja, ich habe mir nochmal die Maschine im Original gekauft. Vor ein paar Monaten, noch gar nicht lange her. Ich habe noch ein anderes Motorrad, eine GSXR 57, die ich aber gerne wieder verkaufen will. Und
in Zukunft wird eigentlich noch ein englisches Motorrad in den Stall kommen. Und das ist mir dann auch egal, ob das eine 500er Seiten gesteuert ist oder eine 650er oder was auch immer. Das wird sich einfach ergeben. Aber wichtig ist alt. Ja. Am liebsten Vorkrieg. Vielen Dank, Peter, für dieses Interview und für die Vorstellung deiner Honda VT 500e mit dem Baujahr 1985. Danke!